Dieselmotoren fahren mit Öl. Wait, ist das günstiger, Öl in sein Auto zu kippen? Really? Really? Das geht? Ja, wieder was gelernt. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, das wusste ich zum Beispiel. Würdet ihr Dorans Schild oder Dorans Blade gehen in dem Matchup? Das ist schon ein All-In-Or-Bust-Matchup, oder? Mit Dorans Blade. Geht ist aber verboten. Ja, warum würdest du es dann machen? Na gut, das ist halt. Ich meine, Benzin ist so fucking teuer, ja. Ich glaube, für Leute, die viel von A nach B müssen, ist das aktuell schon eine Desaster-Situation. Gerade weil die meisten ja wirklich auch sehr knapp kalkulieren müssen, darf man nicht vergessen. Ne? Also für viele ist das, glaube ich, ein absolutes Desaster, was gerade passiert. Geht nur bei alten Dieselmotoren, neue macht es schon kaputt. Na gut, wenn du verzweifelt bist, ne? Nur, wo hast du ein Auto und ich habe nur ein Rad? Bin ich ganz froh aktuell. Mal gespannt, ob sie die Steuern auf Benzin senken, um die Leute zu entlasten. Weil die sind ja extrem hoch besteuert, wenn ich das nicht falsch weiß. Wie viele Games hast du bei dem Projekt schon insgesamt gespielt? Keine Ahnung, 400 oder so? Also eine Menge. Naja, ja. Really? Uiuiui, das darf man glaube ich nicht verfehlen, ne? Und da hätte ich noch einen mehr traden müssen dann. Oh mein Gott. Ich int ja komplett. Damit war der absolute Albtraum beim letzten AWSZ-Projekt, by the way. Da wirklich der absolute Albtraum war das. Mit der habe ich so krass gestruggelt. Ich glaube, so spielt man die Trades, ne? Wir baiten sein E raus, dann ihn an die Wand und dann hitten wir ihn danach mit dem E. Für Potze überlebe ich dann sogar. Also, das war dann ungefähr richtig? Wie läuft's heute bis jetzt? Ich habe gerade erst angefangen. Das ist mein zweites Game. Das erste Game, würde ich behaupten, war ganz gut gespielt, aber leider verloren. Ich glaube, ich hätte noch einen Autotick mehr machen können. Ehrlich gesagt. Merkt sich das Q? Ja, ne? Nice. Very nice. Ja, der gerade ist. Hat der wirklich TP gesaved, wenn er eine Freezing Wave hat? Hat er nicht gemacht, ne? Boah, der Schau, ne? Na, mit dem Kugel mal ein bisschen üben, wann man das einsetzt. Krass, habe ich den da gerade geklippt, aber.
virtue. It is the virtue. Also, ich bin echt hier ultra. Das ist ja voll Freedom Matcher mit. Spiel ich halt einfach gut? Oder ist der. Oder spielt er besonders schlecht? Ja, voll guter Matcher. Ich dachte, das wäre so schlecht für Kamel. Aber er hat noch TP, ne? Also, das könnte ich jetzt hier eine. Wait, der hat TP? What the fuck? Ist der vielleicht Bot-Tippet und ich war blöd? Und hat mich drauf geachtet? Ist der vielleicht Bot-Tippet? Das ist das Einzige, was ich mir gerade vorstellen könnte. Da hätte ich gerade noch eine Platte nehmen können. Der ist Bot-Tippet, Alter. Fuck me, ey. Ich krieg ja nichts mit, ey. Uiuiuiuiui. Och, Mann, ey. Das ist bad. Da hätte ich gerade noch eine Platte extra nehmen können. Oiski, boiski, ey. Man geht Trinity, ne? Oder gehe ich hier Sandra in dem Game? Okay. I'm what you would call a deniable. Nack, Heule, wie geht's dir? Okay, noch gestern lasse ich ihn den Spruch, ha? Alles bestens, danke der Nachfrage. Ohne Scheiß, ich zerstöre den komplett, mir geht's super, bisschen müde, ne? Ich habe jetzt eine Wochenende ordentlich durchgezogen. Aber ansonsten echt klasse. Danke der Nachfrage. Ich hoffe euch auch und ihr seid schon am nächsten Elden-Projekt dran. Ich würde am Mittwoch würde ich ganz gerne einen Tag was anderes als League spielen, weil ich dann mit meinem Projekt hier fertig bin. Bis dahin habt ihr doch bestimmt was aufgebaut, oder? Bis Mittwoch? No pressure, of course, no pressure. Okay. Oh, ich hab weg die Base. Jetzt müssen wir als nächstes mal ein E. Ich finde es hier das Sunderer. Das müsste man jetzt schnell wissen. Was ist Trinity? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Wird schon stimmen. Du wirst heute und morgen 17 Champs durchbildern. Na gut, wir haben jeden Tag, also wir haben am Samstag 9 geschafft und gestern irgendwie 13 oder so. Das geht schon. Das war seine Ult, ne? Heute 17, heute werden 17 leider nicht ganz gehen. Heute bin ich ein bisschen fertig nach dem Wochenende. Am Wochenende haben wir uns schon sehr gepusht, würde ich behaupten. Da haben wir uns schon sehr gepusht. Ich glaube, heute werde ich gucken, wie lange ich durchhalte. Ne? Und wir müssen das NNO-Game nicht vergessen. Das ist auch ein sehr wichtiges, weil es da tatsächlich um unsere Festigung geht auf dem zweiten Platz. Wenn ich das verfehle an die Wand, bin ich einfach tot, ne? Komm. Ja, 160 Gold, Baby.
Die habe ich nämlich noch gebraucht für meine Trinity. Hochporten her. Wie fängst du das mit dem True Damage? Du machst dieses erste Q und wenn du das zweite Q machst, dann hast du den True Damage. Und das ist der True Damage. Das ist einfach wundert. Das ist natürlich der Spiel. Also, ich weiß nicht. Ich meine, ich bin jetzt kein Jax-Konnoisseur, aber selbst ich weiß, dass du da so nicht spielen darfst, dann Matchup, ne? Der gibt jetzt nicht besonders viel Gegenwehr, der Kerl. Nee, Ticket to Berlin. Hoffentlich hat er kein TP, dann ist er richtig screwed. Oh. Was ist das, hä? Wir sind sehr, sehr knapp auf dem Rest der Karte, ne? Mitte ist halt komplett am Ende. Wenn den auch einmal killen oben, habe ich den Turret. Ich glaube, ich sollte jetzt, also jetzt gerade kann ich verlieren, ne? Ich glaube, wir sollten warten, bis wir unser... Ich glaube, wir sollten warten, bis wir unser Dings haben. Unsere Ult und unser Ignite. Dann einen sicheren Killer wie nehmen. Okay. Welche Boots baut man hier? CDR, ne? In so einem Game. Oder Tabis für die Sideline einfach. Ja, er ist lost. Ein bisschen, ja, ein bisschen. Na, jetzt, ich weiß nicht, ob ich gerade gewinne, aber ich sollte, ne? Ich glaube, jetzt gerade kann er mit voller Power einen Trail gewinnen. Okay. Hm, die Tui wohnt in der Mitte, nice one. So, und dann als nächstes wahrscheinlich auf Death Dance? Mensch, Langschwerter sind, glaube ich, immer gut. Das ist echt ein cooler Champion, Kamel, muss ich sagen. Das ist schon sehr, sehr cool. Man kann wahrscheinlich auch Ravenous Hydra gehen, oder? Auf der. Der ist im Übrigen absoluter Super-Gar. Wenn die Tsumi-Kombo gewinnt, das ist absoluter Super-Gar. Gegen die können wir später nämlich gar nichts machen. Warum, Mate? Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat. Wollen wir noch ein Tür dran enttäuschen? Nein, ne? Ich sollte First Tür immerhin kriegen. Leider die zwei Platten nicht bekommen. Ja, einmal kurz zurück hier. Ich probiere Ravenous Hydra aus. Warum nicht, ja? Dann kann ich Death Dance gehen. Oh, irgendein MR-Item. Was ist ein gutes MR-Item auf Shamil, ey? Halt. Wow, 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 wow,
Da rennen die runter. Die hat keine Ulti gehabt, Lana. Wow. Scheiße, Mann. Das ist wahrscheinlich Game, hä? Huh? I mean. Wie hier? Alter, er ist komplett runtergerannt. Er hat geflasht und hat seinen eigenen Auto gecancelt. Hat zweimal die Wand gehockt. Und dann schreibt er, we just gave Zeri 2K Gold. Alter, wo kriegt Diamond diese Leute her? Wo kriegt Diamond diese Leute her? Es ist unglaublich, Mann. Das ist so unglaublich. Alter. Wie kann man denn... Das war zu... Das ist schon wild, ja? Vielleicht war das doch ein bisschen sportlich. Ich bin bis Mittwoch fertig, ja? Vielleicht war das doch ein bisschen sportlich. Alter. Wir haben zwei gute Games gespielt. Und werden beide verlieren, meine Damen und Herren. Let's go. Der Klassiker in der Master... Das ist die Master-Promo auf dem Account. Das hier ist die Master-Promo. Oh mein Gott! Wo kommen denn diese Leute her? Okay. Ja, einmal ganz kurz hier zurück zur Welt. Hat nur getrunken. Mittlerweile kann ich lachen, Leute. Mittlerweile kann ich über dieses Projekt lachen. Am Samstag konnte ich noch nicht lachen, aber jetzt kann ich lachen. Du hättest beide gekillt, meinst du? Statt der Jax killt mich doch da easy, oder? No? War so low. Du hast sein E gedodged? Natürlich hat er sein E gedodged, aber... Ich bin mir so sicher, dass mich der da einfach rumtappt. Ich war so low, ich war ignited. Mit 2k Gold auf der Bank. Oh man. Der ist einfach... Wir waren... Like, ist der einfach umgedreht, als ich reingegangen bin? Oder was? Ich dachte, wir... Also, ich habe den ja extra gepinkt, den Jax. Ist der einfach umgedreht, als ich reingegangen bin? Oder was? Wilde Leute, echt sehr, sehr wilde Leute. Das ist leider nicht mehr wie eine Build-Out-Game hier. Schade, schade, schade. Wir sind einfach outscaled, ne?
ist sehr abhängig davon, wer Ignite hat von uns beiden, vom Gefühl. Die Gamer hat einen Vorschlag gemacht. Was haben sie denn gesagt? So, ich hab sie mit, ich muss aber spielen währenddessen. Was haben sie denn gesagt? Ja. Was für ein Challenge gegen Nasa Bröki? Wer schafft in 2 Stunden die meisten Bosse? Das hat mit Bröki geklärt? Warum nur 2 Stunden? Bröki ist auch für einen langen Grind zu haben, aber wir können auch 2 Stunden machen, warum nicht? Wollen wir noch ein bisschen üben davor, obwohl... Ja, Bröki scheint auch so, oder? Aber Only Naked Keule-Episode. Also man darf nur mit der Keule, aber du darfst die Keule aufwerten und leveln. Aber das ist alles, was du darfst. Du darfst die Keule aufwerten und leveln. Aber du musst mit der Keule arbeiten. Und du musst bei jedem Kill, den du machst, musst du Unga Bunga schreien. Da sehe ich uns. Und dann müsst ihr mir noch so ein Keulen-Cosplay schicken. Da sehe ich mich aber sowas von, ja. Ich will so ein Steinzeitmenschen-Cosplay. Und so eine Plastikkeule. The Games. Das ist wie so einem Autounfall zuzuschauen. Meinen Mitspielern, ja. Das ist legit. What the fuck? Du hast legit keine Feinde mehr bei den Leuten. Ihr wird ja die Dings nehmen und ich warte hier schon. Ich kann leider nicht zum Ulten reinkommen. Aber vielleicht kann ich Lilia den klauen. Big Chance. Big Chance Gaming, let's go. Ja, den. Okay. Wir haben immer noch verloren, aber sie hat ihn. Nice. Die Lilia spielt gar nicht so schlecht. Nee, die Lilia spielt gut, oder? Heute können wir den schicken Outfit hast du, ja? Was soll denn das jetzt heißen? Aber ich kann bestimmt ein Steinzeitmenschen-Cosplay rausrippen, ja. Können wir machen. Also ich seh uns sowas von bei der Unga-Bunga-Keulen-Challenge, ja. Der No-Way-For-You-Sir-Keulen-Cup. Aber wir können auch andere Regeln. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Und wie viele Bosse du realistisch mit Keule... Also wahrscheinlich kannst du eigentlich jeden Boss mit Keule schaffen. Aber es ist, glaube ich, schwer. Ich glaube, du kannst jeden Boss mit Keule töten, oder? Yes, ja. Lass uns nochmal unser 1v1 probieren gegen den. Born to be wild. Was ist das hier? Wenn ich ihn nicht gleitet hätte, dann hätte mein Kopf. Ich meine, wie kann denn der Nautilus? Ich meine, das ist legit.
Das ist Leute, die drei Leute spielen halt einfach nicht so gut. Es passiert, ne? Aber da würde ich doch jetzt einfach. Ich meine, ihr habt halt jetzt geendet, ihr drei. Es ist doch okay. Da verlieren wir halt. Können wir jetzt nicht so viel machen. Ich habe meinen Toplaner oben fünfmal solo-killed und seinen Turret First Blood genommen. Und ich werde es verlieren. Es tut weh, aber so ist League of Legends. Hier noch Hostage. Mich regt viel mehr auf, dass die halt andere Leute flamen. Like. Jetzt kennen wir hier Dodge Pattern. Jetzt geht's rein, da. Wait. Can you stop playing others? Ich hab others falsch geschrieben. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man denn andere Leute so. Wie kann man denn so schlicht spielen und andere Leute flamen? Ich glaube, es hackt. Wenn ich perfekt predikte, wo sie gerade ist zu dem Zeitpunkt, dann ist das gut, ne? Aber ich muss sie mit dem ersten E treffen, sonst bin ich leider tot. Ich meine, meint er das ernst? Ich meine, ich bin da. Der checkt nicht mal, dass wir da die Talia töten müssen. Wir können doch da nichts machen. Was sollen wir denn da machen? Sag mal, der Kerl ist ja. Der hat wahrscheinlich nicht mal gemerkt, dass die Talia da über die Wand gelaufen ist, um uns zu bursten. Mehr für den Sack gehen. Wilde Szenen auf dem Rift, Leute. Wilde Szenen auf dem Rift. Eieieiei. Die gute alte. GG, meine Damen und Herren. Master Promo Game Nummer 2. What the fuck is happening? Promo macht Riot schon gerne schwer, kann das sein? Also Promo macht Riot schon gerne schwer. Da kennen sie aber wirklich kein Pardon mit einem. Das ist echt sehr, 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 sehr anstrengend. Wir haben immerhin zwei Games in Folge Most Damage auf Champions, die wir nicht spielen. Erst mit Caitlyn, jetzt mit Camille. Aber also das ist schon Next-Level-Schwierigkeitsgrad, muss ich sagen.